2018 ihren EM-Titel verteidigen wollen, sind die deutschen Handballfrauen bereits ab Freitag im Einsatz. Bei der Heim-WM zählen sie zu den Mitfavoriten, das Ziel ist klar. Mehr zum Thema Handball, Erleichterung beim DHB, Frauen-WM live im Free-TV Handball, die Uhr tickt, WM-Countdown für DHB-Frauen hat begonnen. Ein Highlight wäre es, wenn wir mit einer Medaille aus dem Turnier gehen würden, sagt Nationalspielerin Antje Geschke im Gespräch mit t-online.de. Die Qualität dafür hat die Mannschaft auf alle Fälle. Ab dem 1. Dezember geht es bei der Heim-WM für Deutschland um den ganz großen Wurf. Geschke muss sich für das Turnier auf einer neuen Position zurechtfinden. Ich fühle mich gut, aber auf Linksaußen noch nicht ganz so wohl wie im Rückraum. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, sagt die 32-Jährige. Antje Geschke muss sich bei der WM auf einer ungewohnten Position beweisen. Quelle: Imago. Die härtesten Gegner. Geschke zählt zu den erfahreneren Spielerinnen im Team. Bei der WM 2015 fehlte sie. Kimna Itzinavičius hingegen war dabei, als Deutschland im Achtelfinale gegen Norwegen ausschied. Die Skandinavierinnen holten damals den Titel und gelten auch diesmal als Favorit. Norwegen, die Niederlande, Dänemark, Russland und Frankreich. Das werden unsere härtesten Gegner sein, sagte Naizinavičius bei t-online.de. Kim Naizinavičius, 26, ist im Rückraum zu Hause. Quelle: Eibner Imago, /Stern, Sedata Stern, /im Global AD Tag Register, CBR100-POS1, TTUB1, /Stern/ gegen die Niederlande muss Deutschland bereits in der Gruppenphase ran. Das ist auf jeden Fall ein Gradmesser für uns, sagt die 26-Jährige. Das Auftaktspiel bestreiten die DHB-Frauen gegen Kamerun. Die Favoritenrolle liegt bei Naizinavičius und Company. Die Zielsetzung ist klar, wir wollen gewinnen und die Stimmung genießen. Billys letztes Turnier, die Vorfreude auf die Heim-WM ist groß. Ruhig schlafen können die Nationalspielerinnen trotzdem. Noch geht es, auch wenn die Aufregung von Tag zu Tag steigt, schmunzelt Naizinavičius. Auch Antje Geschke bleibt cool, man ist ja auch in der Vorbereitung abends müde und kaputt. Von daher kann ich gut schlafen. Für Bundestrainer Michael Biegler wird es das letzte Turnier sein.